Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu FDL. Wir wollen mal einen neuen Run angehen. Dachte mir, wir nehmen jetzt mal ein anderes Schiff. Und zwar das hier. Das Shrike. Und gucken mal, wie es damit bestellt. Es hat eine verbesserte Flak. Schönen guten Abend, Master Luck. Hat eine verbesserte Flak. Hat zwei Lennies, die Oxygen essen. Und eine Clone Bay. Und Mind Control. Okay, na gut, gucken wir mal. Start. So, ihr beide, kommt gleich mal hier hin. Okay, Star, warum nicht? Gucken wir mal. Cloaking Device. Gleich das erste Schiff, das wir finden, hat ein Cloaking Device. Okay. Das ist fair. Okay, machen wir es kaputt. Dankeschön. Okay. Na gut, dass wir schon beim Shop waren. Okay, das ist repariert. Na gut. Wird schon wieder einen Shop geben. Ja, ich fliege da deswegen jetzt nicht zurück. Das muss nicht sein. Got on the surface. Okay. Das hat man nur von seiner Hilfsbereitschaft. Okay, wieder klar. Und ja. Läuft. Also. Wirklich unfassbar. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, dieser Anfang. Was soll das? Okay, das wird gleich ein Restart. Also das ist ja. Also ah, da war. Also das ist lustig. Nehmen wir es mal so hin. Schauen wir mal, was das noch Spiel noch so für uns hat. Schönen guten Abend, Bruno. Der nächste? Jetzt? Okay, der hat aber immerhin keine. Kein Cloaking-Device oder Raketen. Also das ist so Sektor 1, ne?
das, was ich da erwarte. Da erwarte ich nicht Raketen und Cloaking Devices und ich meine, immerhin hatten sie keine Schilde. Ich nehme an, irgendwann ist dann auch für den Zufallsgenerator die Grenze erreicht, die dann nicht überschritten wird. Also mit anderen sagen, der Pool an möglicher Ausrüstung ist begrenzt. Das reicht nicht. Tschüss. Oh! Du hast null Evasion und wir treffen... wir treffen einfach nicht. Das ist die Flak. Die trifft auch nicht, auch wenn wir 100% haben. Das ist das Feature der Flak. Dafür trifft sie aber auch, wenn sie eigentlich nicht treffen kann. Weil die halt so grob... Die schießt ja nur grob in die Richtung. Das ist der Vorteil, gleichzeitig der Nachteil. Okay. Also, wo kommen wir da hin? Wir haben 5 Sprünge. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Schönen guten Abend, Seven Seeker. Wo war ich denn? Da lang, ne? So, ja. Der Vorteil von dem Schiff ist jetzt ein bisschen, dass wir größere Wahrscheinlichkeit haben, dass der Anfang ein bisschen länger wird, dass ich nicht immer gleich im ersten Sektor, dass wir nicht immer gleich im ersten Sektor Probleme kriegen. Das ist eine unschöne Kombination. Das Dumme ist, dass wir keine Scanner haben. Und solange wir das nicht haben, kann hier immer einiges schief gehen. Das zum Beispiel. Als hätte ich es gewusst. Okay, Mantis heißt, wir sind tot. Wenn es nur einer ist, können wir allerdings... Ja, da können wir sowas machen. Das ist gut. Können wir noch sowas machen? Fünf Sprit ist schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Das nehmen wir schon gerne mit. So, dann wollte ich nach da. Nee, ich wollte nach da, dann nach da und dann nach da. Ne? Ja, glaube ich. Irgendwie grob. Oh, fuck. Okay, das ist nur so mittel. Das ist ganz schlecht. Okay, ich würde sagen, das machen wir mal von hier. Lass dir Zeit! Okay. Ich will immer cloaken, aber können wir nicht. Ja. Okay, das ist ein Problem. Okay, das ist ein größeres Problem. Wieso triffst du mit jedem... Ich meine, weil wir nur 10% haben. Okay, das ergibt irgendwie diesen Sinn. Okay, finally. Come on! Im Moment sehen wir... Nee, wir sehen nichts.
Ah ja, deswegen mag niemand Asteroiden. Ja, da würde ich sagen, wir haben, wie viele leben denn da noch? Okay, da, du kommst mal her und stirbst. Okay, nein, dann nicht. Willst du, dass wir dir hinterherkommen? Möchtest du, okay. Türen sind zu. Warten wir noch ein bisschen. Okay, also Sprit haben wir erstmal genug. Okay, Mantis Controlled, Uncharted, Navy. Beides Mist, aber Mantis Controlled ist ein bisschen weniger Mist. So, wir wollen. Dann haben wir hier einen Shop. Nope. Intruders. Da hinten, okay. Alle Türen auf. Alle Türen sind hier nicht zumachen sollen. Jawohl, wir haben Clone Bear ist aktiv, das ist kein Problem. Das ist alles auf, das ist. Okay, bis hier kann sie. Hast du schon irgendwas? Du kannst da nichts, da kannst du das auch. Machen wir dich neu. So, das waren mal wieder Intruder an Bord. Das heißt, wir bekommen natürlich nichts dafür, haben nur Ärger.
Okay, du reparier das mal schnell. Dann machen wir mal. Du bleib mal da. O2 haben wir. Türen funktionieren noch. Dann machen wir hier mal alles auf, weil offensichtlich ist hier ja einiges kaputt. Es ist so ein doofes System, ein Schiff zu bauen, das keine Dings hat, keine Sensors. Okay, haben wir jetzt alles auf, außer da, wo wir drin stehen, ich glaube, ne? Ich höre es nicht mehr brennen, das ist gut. Dann machen wir die Türen zu. So, was machen wir mit dir? Kannst du irgendwas? Nope. Den stellen wir dich in die Türen. So, mein Shop wäre ganz nett. So, dass wir uns reparieren können. Aber muss auch nicht sein. Also. Ist völlig okay. Oh, okay. Na gut. War ein guter Run. Das war's. Können wir leider nichts gegen machen. Also das war mal wieder ein wunderbarer Zufallsgenerator. Mit den zwei Cloaked Ships gleich zu Beginn. Dann ein Shop beim allerersten Jump und dann zwei Sektoren lang überhaupt keine. Also, kann man nicht meckern. Dafür haben wir recht lange überlebt. Wie ihr gemerkt habt, meckere ich trotzdem, weil ne, das gehört so ein bisschen dazu. Also, okay. Was soll dieser Bullshit? Okay, springen wir erstmal hier. Dann ignoriere ich den Store einfach, weil wenn wir den ignorieren, dann wird das Spiel nicht glauben, dass wir schon einen besucht haben und jetzt für den Rest des Runs keine Stores mehr brauchen, sondern das Spiel wird sich denken, ah, der wird noch einen Store brauchen, also gebe ich ihm später einen. Okay, ist nix, das darf da alles nicht mehr. Okay. Achso, das ist kaputt. Gut. Ja. Lernt mal ein bisschen mit euren Laseraugen umzugehen. So, dankeschön. Und den Rest machen wir hier mit. Oh, jetzt haben wir jetzt hier Stores ohne Ende. Eins, zwei, drei, vier. Okay, da können wir lang. Okay. Oxygen System. Ich meine, irgendwann, aber das ist das letzte System, was wir aufrüsten werden, deswegen. Danke, Zufallsgenerator. Es hätte jedes andere System sein können, aber es ist Oxygen, was wir am wenigsten von allen aufrüsten würden. Backup DNA Bank will ich haben. Nur damit ich. Es ist keine gute Idee, schon jetzt so früh zu kaufen, aber. Das ist eine Kopfschmerz.
potenzielles Kopfschmerzsystem weniger. Ich meine, wir brauchen auch noch Waffen, aber das ist Antikopfschmerzmittel, das ist super. Thank you, but I really should return to our families. Okay. Müssen wir nicht noch irgendwo hinfliegen? Oh, shit. Alle Türen auf. Die Türen zu. Ist auch dumm, dass... Verzeihung. Oh Gott. Sekunde mal kurz. Okay, mich böse verschluckt. Ich würde mal gern wissen, wie das Spiel determined, welcher der beiden, also wenn mehrere Gegner in einem Raum sind, wie das Spiel festlegt, welcher mind-controlled wird. Das muss ich mal googeln. Ob da wird es ja ein System geben. Weil das wäre schon besser gewesen, wenn der Rock mind-controlled worden wäre. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zufällig. Aber ich vermute mal nicht. So, 1, 2, dann können wir vielleicht hier noch ein bisschen rumspielen, wenn wir sehen, dass die hier langsamer sind. Müssen wir mal gucken, beste Hoffen. Erstmal müssen wir sehen. Na, kriegst du wenigstens einen kaputt? Nope. Thank you.
Okay. Treffen wir fantastisch, aber ich meine, gut, wir müssen auch. Okay. Okay, mach mal. Emma, da bitte das hier. Ups. Ich bin so dämlich. Mega. Komm mal, ein guter Treffer. Zwei gute Treffer. Sehr gut. Okay. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Also eins, zwei, das müsste gehen. Ich meine, wir könnten theoretisch sogar das versuchen. Eins, zwei, drei. Oh Oh, wow. Hast du gerade einen 10%-Wurf nicht geschafft, Spiel? Auf der Gegenseite? Das glaube ich ja bald nicht. Ihr saugt das Oxygen aus dem Raum, habt trotzdem noch einen Feuerlöscher dabei. Das finde ich ziemlich gute Idee. Viel hilft viel. Schönen guten Abend, Antares. So. Ja, wir springen. Ich springe ja schon weg, Spiel, ich springe ja schon weg. Hate the Civilian Ship. Pirates. Ich wüsste, was das für Pirates sind. Schau mal. So. Okay, der eine steht. Welcher wird. Wenn, den ich anklicke? Ja. Wieso. Ah. Ihr könnt auch auf irgendwas anderes schießen, ne? By the way. Das ist absolut, absolut möglich. So, sind alle tot? Weiß ich nicht. Nee, immer noch gar keiner tot. Okay. Okay, das hat keinen Wert. Geh da mal weg. Hat keinen Sinn. Jetzt kann man es nochmal versuchen. Ja, jetzt kommt seine Rakete wieder. Wird uns nochmal treffen, aber das ist nicht zu ändern.
Okay. Es läuft. Hatten wie üblich großes Glück am Anfang mit dem Random Numbers Generator, der uns gar nicht mochte. Aber der mag mich nie in diesem Spiel. Das ist, das hatten wir ja beim letzten Mal schon erarbeitet, dass es grundsätzlich immer ausschließlich Schuld des Zufalls ist und nicht von etwaigen Fehlern des Spielers. Ansonsten, geh mal zu, ja, Waffen. Lieber in die Engines, ne? Wir haben von allem nicht genug. Wir kommen da noch hin und dann da. Oh, Menge Sprit, das ist gut. So, wir müssten mal langsam aufrüsten. Also erstmal. Eine Rakete müssen wir tanken. Weil üblicherweise geht das Ding zuerst. Vielleicht kriegen wir das Ding rechtzeitig kaputt, dass zumindest unsere gesamte Flak trifft. Aber das glaube ich nicht, oder? Okay, wir treffen mit der Flak gar nicht. Gut. Dann müssen wir zwei Raketen tanken. Aber die erste hat, glaube ich, nicht getroffen. Ne? Bei echt nicht? Bei 15%? Okay. Beschwer mich nicht. Okay. Und doch, das erste Ding war die Rakete. Interessant. Okay, jetzt haben wir es aber im Griff. Nee, ich hab dich lieber da. So, Civilian Pirate Controlled. Wir haben keine Ahnung, was das hier ist, aber Pirate Controlled wäre schon ganz schön. Das ist so nervig. Thank you.
müssten inzwischen alle tot sein. Sieht gut aus. Diese Truder an Bord ist so... Ah! Also wenn ich irgendwann mal eine Mod schreibe, dann schreibe ich eine Mod, dass dieses eine Event entfernt aus dem Spiel. Es ist nicht mal das Schlimmste, aber es ist halt so, man muss Sachen machen, man muss sich, ne, rumärgern und... du warst hier, glaube ich, ne? Nee, wo habe ich dich hingestellt? Ich wollte dich aber da haben. Ich habe nur das noch nicht gemacht. Okay, kein Shop nirgendwo. Okay, aber wir haben auch kein Geld. Ich würde ganz gern Sensors kaufen. Die können wir kaufen. Üblicherweise diese Basic Systems, wenn die fehlen, oder Subsystems, wenn die fehlen, da gibt es eine erhöhte Chance, dass Shops die haben. Wir haben das bisher noch nicht gesehen, aber das, die Chance ist erhöht. Technisch gesehen. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Kommen wir hier... Okay, wir können hier unten lang. Ja, fliegen wir halt lang. Habe ich... Ich glaube, ich habe gerade etwas über den Zufallsgenerator und dieses Intruders... Oh. Jetzt. Okay, dann mach das mal auf. Das ist auf und ihr wartet mal hier. Ihr wisst, wenn ihr die Oxygen kaputt macht, dass ihr dann auch sterbt, ne? Aber das ist auch so, das ist ihnen egal. Ne? Das sind die, die kommen hierher und sterben einfach. Das ist deren Plan. Also das ist so ein... Okay. Wieso vergesse ich das immer? Achso, wir haben ja keine Dings. Ja, stimmt. Keine Oxygen-Regeneration. Ja, nicht so schlimm. Türen zu. So, jetzt haben wir zweimal hintereinander Intruders gehabt und Ressourcen verloren und nichts bekommen. War's ein Spaß. Okay, das hat wenigstens mal das richtige Ding zuerst zerstört. Ihr werdet gleich sterben und zurück, aber wir kommen wegen der Türen da eh nicht raus. Also nehmen wir den Tod einfach hin. Oh, come on, treff! Gut. Die bescheidenen Türen. Aber ich glaube, das sind die einzelnen beiden dann. Die hauen ab. Okay. Gut. Na gut, dann bleibt hier und macht die Waffen kaputt.
Okay. Hätte klappen können. Ich habe der Sache nicht getraut. Ach, machen wir sie kaputt. Ich habe keinen Bock mehr. War eine gute Idee, die Energie in den Antrieb zu stecken. Okay, das ist gut. Ja gut, dann geben wir euch mal ein bisschen Trainingsmöglichkeiten. Heute alleine? Ich weiß nicht, was du meinst. Distress. Okay, wollen wir... Fliegen wir da. Rescue the Survivors. Funktioniert natürlich wie üblich. Ganz hervorragend. Brennt hier irgendwo was? Glaube nicht. Okay, der Distress Call, das war ja eine gute Idee, dass wir da hingesprungen sind. Dann haben wir mal eins, zwei. Gucken wir mal hier. Oh, fuck. Okay. Es ist ein bisschen viel auf einmal. Okay, warum ist das der... Ist es immer der Linke? Es könnte sein, dass es immer der Linke ist. Sehr gut. Nicht gut. Reparier das bitte schnell. Was? Nö. Er hat nicht viel mehr gebracht.
Nee, heute mal mit was anderem. Also heute mal mit dem Schweig, damit wir mal zu Beginn ein bisschen länger am Leben bleiben. Ich habe nämlich eventuell vor, für den zweiten Teil des Streams etwas anderes zu machen. Je nachdem, wie die Situation ist. Also für den Fall, dass wir gerade einen Run am Laufen haben, dann nicht. Aber eventuell wird es da etwas anderes geben. Weil ich euch gerne, weil ich was gefunden habe, das ich euch zeigen will. Und dann mal sehen will, vielleicht gefällt euch das, wenn ich das spiele. Und dann werde ich da vielleicht auch mal bei Zeiten ein Let's Play draus machen, weil das, also mich hat es umgehauen vom ersten Eindruck. Aber das sehen wir dann mal. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas aufrüsten, ne? Ja, was wollen wir mal? Also wir brauchen noch eine Waffe. Wir brauchen aber nur eine Waffe, da brauchen wir einen Shop. Wenn wir keinen Shop haben, da haben wir einen Shop. Wollen wir erst dahin, um zu gucken, ob wir vielleicht noch mehr Geld kriegen? Ja, die alten Call of Cthulhu-Dinger habe ich auch tatsächlich in meiner Liste. Ich bin im Moment so voll gepackt mit Spielen, die aktuell laufen und die schon quasi vorbereitet sind, sodass es unmittelbar nichts wird. Aber das ist tatsächlich eins der, das sind ja mehrere, die stehen auf meiner Prioritätenliste. Und wenn ich mal wieder zu Adventures komme, nehme ich das zur Kenntnis, dass es jetzt noch ein bisschen Priorität höher sein kann. Also ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass es dann die werden. Also wahrscheinlich, wenn ich ein Adventure spiele, wird es dann eins von denen sein. Aber die hatte ich schon seit längerem vor, ja, ja. Also, da hast du... Ja, die Liste ist leider sehr lang und sie existiert. Aber im Moment kommt halt eine Menge zusammen. Ich habe relativ wenig Zeit und relativ viele Spiele, die sehr lang sind, in denen wir uns mittendrin befinden. Deswegen, also, es wird noch ein bisschen dauern. Du hast Bumsti und Rumsti und schauen wir mal, wen wir hier haben. Zwei Engis, das war's, okay. Dann machen wir eure Waffen kaputt, wahrscheinlich zu spät. Was ist das? Oh, wir sind hier, habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, das ist nur so mittelgut. Ja, ja, das wird jetzt sehr schmerzhaft. Oh ja. Oh ja, gelobt sei der 20.000-fach Laser. Dann machen wir den nochmal kaputt, bitte. Oh, der kann nochmal schießen. Natürlich kann er nochmal schießen. Wir können immer nochmal schießen. Das ist mal das Letzte, was diese Schiffe machen, ist noch einmal schießen. Und das klappt immer. Da können wir machen, was wir wollen. So, willst du das mal reparieren kommen? Okay. Okay. So, was ist denn hier alles kaputt? Eine ganze Menge. Also unsere Waffen, sonst nichts. Okay, ist kaum was kaputt. Ich habe übrigens ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr, wie lange Baldur's Gate noch ist. Ich habe das Problem bei Baldur's Gate für mich in meiner Erinnerung ist, dass ich Baldur's Gate 2 viel, viel häufiger gespielt habe als Baldur's Gate 1. Und uns ja eigentlich, und wir haben noch die Cloakwood Mines vor uns, aber nach den Cloakwood Mines geht es ja in die Stadt Baldur's Gate. Und ich habe keine realistische Vorstellung mehr, wie lang das dann noch ist. Weil wenn ich an Baldur's Gate denke, was man in Baldur's Gate machen kann, dann denke ich an Baldur's Gate 2. Und das ist ja fast das gesamte Spiel. Also 100 Stunden oder irgend so ein Spaß. Und ich weiß echt nicht mehr, wie groß der Baldur's Gate-Teil in Baldur's Gate 1 ist. Deswegen kann es durchaus sein, dass deine ironische Bemerkung tatsächlich ironisch war. Es kann aber auch sein, dass sie nicht ironisch ist und ich es nicht merke, weil ich nicht weiß, wie lang das Spiel tatsächlich noch ist. Ja, also nach Teil 2
dann plus Teil 3 ist ja, wir spielen ja die ursprüngliche Trilogie. Und da war der dritte Teil ja Throne of Baal. Und dann das neue, ja, das wahrscheinlich irgendwann. Aber also erstmal die originale Trilogie durchspielen, das wird ja auch so ein, das ist ja auch ein Projekt für Jahre. Also Baldur's Gate 2 ist ja, ich würde mal sagen, locker doppelt so groß wie Baldur's Gate 1. Ja, ich weiß, das soll richtig gut sein. Ja, die Add-ons, die sind ja dabei. Weil, ich meine, ja stimmt, die müssen wir auch noch, die spielen wir dann auch noch. Aber die sind in meiner Erinnerung nicht so wahnsinnig lang gewesen. Aber das kann auch schon wieder sein, dass mich meine Erinnerung da trügt. Aber ja, klar, die gehören ja noch dazu. Die sind ja auch quasi dabei. Ja, es kann, Baldur's Gate 3, ich habe es noch nicht selber gespielt. Ich bin irgendwann mal versucht, es irgendwann mal auszuprobieren. Weil es könnte sein, dass mir das so überhaupt nicht gefällt. Ich habe ein bisschen, weil mir der ganze, also ich werde grundsätzlich immer misstrauisch, wenn etwas sehr gehypt wird. Und wenn sehr viele Leute etwas sehr, sehr gut finden, dann bin ich meistens misstrauisch. Ohne Grund erstmal. Einfach nur misstrauisch. Und bei Baldur's Gate 3 gibt es so mehrere Stolperfallen. Das sind die modernen AD&D oder die modernen D&D-Regeln, die ich kaum kenne. Und noch weniger mag, weil ich Second Edition Nostalgiker bin und ich weiß, dass die neuen Regeln besser sind, aber ich finde trotzdem die alten besser. Das ist das eine. Und ich weiß nicht, ob mir dieses Cineastische, weil ich hab Trailer gesehen und Videos gesehen von dem Spiel, das sieht alles so filmisch aus. Ich weiß nicht, ob mir das dann nicht zu distanziert vorkommt, wenn ich selber spiele. Aber das ist noch, das werde ich irgendwann mal testen und das ist noch so weit hin. Ja, ich weiß, es gibt ja niemanden, der das nicht mag. Also zumindest kenne ich keinen. Also alle, die ich kenne und deren Geschmack ich auch ein bisschen einschätzen kann, finden es toll. Alle Kritiker finden es toll. Alle Hater finden es toll. Das ist eigentlich alle toll. Also die einzigen, über die sich darüber beschwert haben, waren irgendwelche Neurechten, die sich darüber beschwert haben, dass das zu divers sei oder irgendwie sowas Albernes. Aber also alle relevanten Personen finden das gut. Also das scheint schon ziemlich gut zu sein. Ich habe ein anderes Problem. Die Firma hat ja die Divinity-Dinger gemacht, die mir so überhaupt nicht gefallen haben. Also Ich habe akzeptiert, dass das objektiv gute Spiele sind, aber sie haben mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe überhaupt keinen Zugang gefunden. Da bin ich so, deswegen. Ja, ich meine nicht Trailer im Sinne von Game, also Werbetrailer, sondern so, also Trailer von Leuten, die das Spiel angespielt haben. Aber ja, stimmt schon. Also ich kann es de facto einfach im Moment nicht einschätzen. Und ich bin, wahrscheinlich wird es mir auch gefallen. Aber das ist auch etwas, das steht im Moment einfach nicht auf dem Plan. Und Tales of the Sword kostet 10 bis 15 Stunden. Ja, okay, na gut, das ist noch mal ein bisschen was. Die Divinity Original Sin hieß es, glaube ich. Da gab es, glaube ich, zwei. Ja, ich glaube, es war Divinity Original Sin. Die waren alle so hochgelobte Rollenspiele und ich fand das so furchtbar. Also ich fand die Charakter erschaffen. Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Also ich habe es zweimal versucht. Ich habe es einmal versucht, habe es aufgegeben und dann haben Leute gesagt, das ist so gut, habe ich es nochmal probiert und es war genau das gleiche wieder. Ich weiß nicht, also es hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Vielleicht muss ich es noch ein drittes Mal versuchen. Ja, Cyberpunk ist zugegebenermaßen, Cyberpunk trifft genau den Knackpunkt von dem, was ich an modernen Spielen nicht mag und mag. Also Cyberpunk hat super Ideen. Das sind richtig coole Missionen, die richtig Spaß machen. Die Welt fühlt sich manchmal richtig gut an. Die Optik ist schön, selbst mit meiner mittelmäßigen Grafik. Ist die Optik schön, sie ist cyberpunkig, das Ganze hat eine wunderbare
Atmosphäre. Und dann diese 1000 Fehler, diese 1000 Unsinnigkeiten, die noch im Spiel stecken und die jede Immersion für mich killen. Wenn dann plötzlich Autos irgendwie in die Luft springen oder einfach der Himmel weiß aufleuchtet oder irgendwelche NPCs nicht wissen, wo sie langlaufen sollen. Diese ganzen Kleinigkeiten, die man in modernen Spielen einfach hat. Dann mag ich das Benutzerinterface nicht, aber gut, das ist persönlicher Geschmack. Aber es ist so schade, weil die Ideen sind so gut. Wenn das Spiel ein bisschen weniger von BWLern entwickelt wurde und mehr von richtigen Computerspieleentwicklern. Oder wenn die BWLer weniger zu sagen gehabt hätten. So jetzt, ne, bringt's raus, wir müssen Geld verdienen. Dann wäre das so ein richtig gutes Spiel geworden. So ist es halt ein richtig gutes Spiel, das mir in 50% der Fälle keinen Spaß macht. Also jetzt das Video von gestern, furchtbar. Ich hätte fast mit dem Spiel wieder aufgehört am Ende. Und die Mission, ne, und danach spielen wir jetzt wieder Missionen. Es wird dann im nächsten Video kommen. Die machen mir wieder Spaß. Und dann denke ich, oh, ist das ein cooles Spiel. Also es ist ein Auf und Ab. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ja, also die Aufwärmübung. Also der Punkt ist, sie haben es halt, das Management hat es verbockt bei CD Projekt Red. Es ist ja nicht so, dass die Entwickler das nicht können. Die können ja eine vernünftige, also die können zum Beispiel ein Benutzerinterface schreiben, die können zum Beispiel ein vernünftiges Wiki ins Spiel integrieren, wo man auch tatsächlich mal Sachen nachgucken kann. Das hat ja nichts mit, dass die das nicht können zu tun. Da war halt keine Zeit für da oder kein Geld. Und auch die ganzen Glitches, die mit, wenn man ein halbes Jahr länger getestet hätte, dass die meisten davon gefunden worden wären. Ja, die haben sie halt nicht gehabt. Deswegen, das ist ein Managementfehler. Und da tun mir halt auch die Entwickler leid. Aber so ist es halt. Ja, das D&D 3.5 soll auch das Beste sein. Also habe ich auch gehört. Von Leuten, die das spielen. Ich persönlich, da fing sie an, mich zu verlassen. Ich finde halt, dass, was mich an der Second Edition halt so gefällt, ist erstens, dass ich da von Kindheit das gelernt habe und es quasi verinnerlicht habe, aber dass es so unglaublich viele Sachen gibt, die von den Regeln nicht erfasst sind, sodass man da eigentlich sich seine eigenen Regeln in vielen Dingen machen muss und viele Regeln auch manchmal einfach keinen Sinn ergeben und man sie sowieso nicht benutzen kann. 3.5 oder überhaupt die Third Edition, aber 3.5, das ist ein richtiges Regelwerk. Da hat man sich Gedanken gemacht, da ist das bis ins Detail durchüberlegt worden. Nur ich fand diesen Freiraum an der Second Edition, der ungewollt war, manchmal. Häufig waren auch Sachen schlecht formuliert, sodass man nicht wusste, was gemeint war, weil sich halt selber was ausdecken musste. Ich versuche das zu rationalisieren, warum ich die alte Version besser finde. Und weil ich mehrere hundert Euro für alle Regelwerke ausgegeben habe und ich keinen Bock habe, mir wieder alle Regelwerke zu kaufen. Das kommt auch noch dazu. So, wir müssen uns mal ein bisschen reparieren, glaube ich. Wir sind ein bisschen kaputt gegangen hier. Ja, und ne, dann gab es die Goldbox-Spiele, die so toll sind, dann die Baldur's Gates und Planescape Torments, die toll sind. Das ist alles First und Second Edition. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Das war, ja, ich meine, ganz ehrlich gesagt, total aufgewachsen. Also das erste Rollenspielsystem war bei mir auch DSA. Das hat mir allerdings, ich fand AD&D immer besser, weil ich habe DSA als Pen and Paper gespielt und kannte AD&D als Computerspiel. Und da ist mir zum einen aufgefallen, dass DSA halt eine Vereinfachung von AD&D war und ansonsten eine Kopie, fand ich. Und ich fand auch damals, also das ist zweite, ich glaube, das war zweite DSA Edition. Ich fand es bescheuert. Es gibt den Beruf Zwerg und den Beruf Elf. Also, du konntest Krieger sein, du konntest, weiß ich nicht, Priester sein oder Zwerg. Das war dann deine gesamte.
so bescheuert. Mir hat auch die Aventurien, die Welt nicht so hundertprozentig gefallen, weil das da alles so, jeder Ort hatte so seine spezifischen Klischees, um die herum er aufgebaut war. Da fand ich halt die Schwertküste und Faerûn halt irgendwie interessanter, weil das halt viel, viel diverser war und viel weniger bis ins kleinste Detail ausformuliert, sodass man viel mehr Freiräume hatte. Ja, und ja, ich war DSA und Shadowrun-Kid. Das aber, ich glaube, DSA und kurz danach haben wir auch mit Shadowrun angefangen. Und Shadowrun hat mich halt komplett umgehauen. Weil bei DSA hatte ich eine ungefähre Vorstellung, was Fantasy, ne? Fantasy hatte ich auch mit Rollenspiel in Verbindung gebracht. Aber diese Cyberpunk-Science-Fiction-Geschichte in einem Rollenspiel, das war, also das hat mich wirklich umgehauen. Und deswegen finde ich ja Shadowrun auch immer, spiele ich sie auch immer noch, auch Pen and Paper. Und das ist immer noch das, eines meiner absoluten Lieblingssysteme, auch wenn es objektiv gesehen ziemlich viele Macken hat und in neuester Zeit auch immer mehr Macken bekommt, aber okay, das ist nicht, Moment, Burst Laser. Das ist der Gute. Okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen was in Waffen investieren hier. Regelwerk, die zweite Edition von DSA. Also es gab einfach keine Berufe. Es gab Charaktere, die man, Charakterklassen. Und es gab halt Torvaler, Novadis. Wir haben Novadi gespielt zu Beginn. Dann gab es Krieger, dann gab es die verschiedenen Geweihten. Dann gab es. Aber es gab halt keine. Also es gab halt als Charakterklasse. Also Elf war halt das. Es gab, du konntest ein Krieger sein oder ein Elf. Oder ein Zwerg. Oder ein Torvaler. Also ein Wikinger vom Prinzip. Und das war so. Also als wir angefangen hatten, gab es das noch nicht. Es kam dann, während wir gespielt haben, kam dann Mantel, Schwert und Zauberstab raus. Das war ja dieses Add-on, glaube ich, so zwischen Edition 2 und 3. Und dann kam Edition 3 raus und damit, da wurde es dann auch besser. Aber zu Beginn war das halt so very strange, fand ich. Also was heißt very strange? Einfach sehr einfach. Das gab es ja früher in Computerspielen, dass, was, du bist Zwerg, das reicht. Willst du auch noch einen Job? Was soll das denn? Du bist ausgebildeter Zwerg oder bist ausgebildeter Elfe oder sowas. Burstlaser. Ist das der gute? Burstlaser Mark 2? Ja, kurz nachgucken, nicht, dass ich mich hier jetzt. Burstlaser 2. Ja, das ist der Gute. Ja, den kaufen wir. Ja, die waren auch nicht schlecht. Also, hatten ein paar. Also, gerade der erste Teil war ein bisschen holprig, aber die waren eigentlich nicht schlecht. Die stehen übrigens auch auf meiner Liste. Die Nordland-Trilogie. So, wir brauchen noch zwei für das. Okay, das haben wir erstmal noch nicht. Das wird noch eine Weile dauern. Wir können das machen. Wenn nicht, wir müssen das machen. Okay, wir brauchen in jedem Fall mehr Saft. Wir haben einen Soltan, der kämpfen kann. Das soll ja wohl ein Witz sein. Ja, der Spiel hat Humor. Okay, ein Soltan, der kämpfen kann. Na gut, dann stell dich mal in die Schilde. Okay. Dann haben wir ein bisschen mehr Saft. Das ist gut. Dann können wir. Okay. Eins.
2, 3. Das müsste ja hier entspringen. Dann sind sie da. Nee, da kommt. Scheiße, da kommen wir gar nicht mehr weg. Wenn wir hier hinspringen. Nee, dann sind sie da. Wenn wir da hinspringen, sind sie da. Okay, das müsste gehen. Fight, wir brauchen Kram. Give us all your stuff. Moment. Bevor hier jemand anders reinkommt, dich mind controlen. Danke. Nice. Ist an. Natürlich, ne? Die Rakete wird ausgeschaltet, aber natürlich fliegt sie noch los. Ah! Dieses Spiel. Und natürlich trifft sie das, was sie nicht treffen darf. Oh, God damn it. Okay, ihr müsst schnell zurück. Das hat keinen Wert hier. Ich kann es mir nicht erlauben, euch zu verlieren. Und wie wir beim letzten Mal gelernt haben, wenn das Ding kaputt ist, wir haben nicht die Zeit, es zu reparieren. Vier Sprit ist eigentlich nicht schlecht, aber wir brauchen Scrap, also nein. Und da haben wir auch 3 Sprit gekriegt. Das ist also durchaus in Ordnung. So, jetzt nach da und danach, da müssen wir raus. You can't cause large training, however, as soon as you approach a warning goes out, do not associate with the Federation symbol. All who oppose the rebels will be punished. Mind control alter the announcer's opinions. Das klingt nach einer guten Idee. Das machen wir. You locate the source of the announcement and convince the speaker to rescind his previous statement. Hopefully you will have enough time to shop before you can figure out what just happened. Oh, okay. Oh, fuck. Ja, das bräuchten wir jetzt. Eine zweite Flak. Oh Gott, dann hätten wir sowas von gewonnen. Nee, gut. Aber wir haben nicht. Oh, Sensors. Ah, können wir uns auch nicht leisten. Ah, goddammit. Ich verkaufe nicht meine Backup-DNA-Bank. Nope. Okay, also erstmal keine Sensors. Na gut, nix. Zack da. Hurra! Die Wahl zwischen schlecht und schlecht. Nehmen wir schlecht. Lennius have resurfaced. Ja, das sollte möglich sein. Wer sind denn diese Lennius? Keine Ahnung, haben wir noch nie was von gehört. Okay, so wie kommen wir hier durch? Nur von. Das ist auch wieder so ein Mittelfinger. Das ist wieder so ein typischer FDL-Mittelfinger. Dieser ganze Teil ist komplett egal. Können wir. Weil ich meine. Nein, dann kommen wir hier durch, aber. 11 Stück? Ich meine, wir könnten nur hier, aber wir können genauso gut auch hier lang. Können wir hier. Ja, guck mal, in die Mitte. Wir haben keine Long-Range-Scanners, die finde ich einfach nicht. Oh, das sieht nicht gut aus. Sind wir trotzdem mal ein Held. Okay, wir brauchen unbedingt Scrap. Wir brauchen unbedingt... Thank you.
Okay, das war gut. Zumindest einer bestätigt. Eieiei, das Ding schießt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Gott, wie viel Level habt ihr denn? Kannst noch mal schießen. Na gut, hast du mir nicht getroffen. Goddammit. So, jetzt, okay, jetzt bleibst du aber auch mal schön eingefahren, ja? Ich meine, irgendwo muss hier ja noch jemand am Leben sein. Wo bist du denn? Da bist du. Hallo. Dankeschön. Okay. Ich überlege, ob ich dich... Okay. Das Problem ist, dass das wahnsinnig viel... 40, es geht. Okay, wenn das ein einfacher... Oh, super. Wenn das jetzt kein Special Beam ist, ich kann die einfach alle nicht auseinanderhalten. Wenn das... Wenn der nicht durch... Okay, da kommt durch einen... Fuck it. Okay. Hatte gehofft, dass es kein Beam ist, der durch einen Layer durchkommt, aber es ist ein Zweier-Beam. Okay, gut. Halt. Du kommst zu uns. Gut. Okay, jetzt hör auf zu schießen. Kriegen wir dich kaputt mit Hilfe? Okay. Du bist hier drin, um es zu reparieren, ne? Gut. Please die. Okay. Okay.
Burst Laser ist ein bisschen langsam, aber er ist schon eine ganz gute Option. Oh Gott, dammit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3. Ah, okay. Come on. Nice. Okay, da brennt's. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Lenny jetzt auf Feuer reagieren. All your ship belongs to us. So, dankeschön. Okay, Distress. Nee, stimmt, wir wollen noch nach hier. Passt. Promise to help, repair, whatever, hat funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das würde gehen. Vorausgesetzt, es passiert nicht, kein Unglück davor, aber... das würde ich jetzt... Das ist schon ziemlich gut. Alternative Trade. Da kriegen wir bestimmt irgendein Ding geschenkt. Schauen wir mal. Short discussion, you do not understand. Wieso, was soll denn das? You do not understand. Meine Crew wird mir das ja schon erklären. Das ist ein bisschen... Ja, das ist besser. Ein bisschen, oder? Weiß ich gar nicht. Nehmen wir das. Da ist ein Store. 2, 3. So, Sensors wären super. Nope. Oh, okay, wir können hier unser Endgame-Schiff zusammenbasteln. Also wenn wir jetzt den Hellbird beamen, dann hätten wir alles, was wir jemals brauchen werden an Waffen. Allerdings fehlt uns, ich hoffe einfach, dass wir nochmal einen Hellbird Beam finden, weil ehrlich gesagt muss ich das Geld sparen für anderen Kram. Sprit kaufen, weil Gott, der Hellbird Beam ist so gut.
Ich meine, er kostet 3 Power, aber er kann bis zu, weiß nicht, 4 oder maximal, ich glaube sogar 5 Räume treffen, wenn man es richtig clever macht. Also 4 in jedem Fall, das sind 8 Punkte Schaden. Das ist, ah, das Ding ist so gut. Kaufe ich ihn jetzt und hoffe, dass wir, ja. Am Ende habe ich nur Pech und er kommt nicht wieder. Und dann ärgere ich mich die ganze Zeit, wenn wir beim Flaggschiff sind, dass ich das Ding nie habe. Fighter Ship, wollen wir es probieren? Ja, warum nicht? Die haben eine Clone Bay, das ist gut. Die haben keine Teleporter, sie haben einen Beam und einen Iron. Das ist nicht gut. Das scheint aber ein kleiner Beam zu sein. Ich weiß nicht, ob der, aber vielleicht ist das ein schneller Iron. Okay, okay. Schauen wir mal. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich meine, wir können ja hier mal vorbeigucken. Guten Tag. Obwohl, nee, die müssen ja hier durch. Da kann ja nur noch einer sein hier eigentlich. Versuchst du den Schild zu reparieren oder wo bist du gerade? Ja, du bist hier, okay. Okay, das war hilfreich. Okay, hier kommt man zurück. Try to use them to delay the rebels. Sehr schön. Telstone approaching fleet. Ist schon ganz gut für den Lanius Sektor zu sein, wenn man Lanius an Bord hat. Die verstehen sich. Oh ja, offensichtlich gibt es keine Universal Translators und es ist einfach so, dass man das hier seine Kollegen nicht versteht. Okay, das gefällt mir. What? Ach du liebe Güte. Na gut, da haben wir ja keine Wahl. Da müssen wir ja durch. Na, das ist ja ein Spaß. Allies. A planet's anti-ship is a spy on a number of Lanius ships. One of the combat ships and secondly believes your ship has arrived to assist. Okay, also die schießen nicht auf uns. Okay, das ist gut. Ihr kommt mal hier rüber. Du mind controls nur den. O2, da können wir leben. Nicht so, dass wir irgendwie atmen müssen hier. Die haben eine ziemlich große Rakete, wenn ich das mal, also so. Gut. Target blockt, ihr schießt aber nicht auf mich, ne? Das ist, obwohl, wenn ihr auf den schießt, obwohl, wir können, ist nicht weiter schlimm. Okay, salvage, bevor alles in die Luft fliegt. Ja, ja, wir wollen, ich will hier ganz schnell raus.
Okay, danke schön. Hi, hi, hi. Okay. Ella ist, ja. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Mein lieber Gott, hätte es fast erschossen. Okay, gehen wir mal. Sensors, 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 Sensors. Smallbomb ist auch gut. Mehr Leute sind auch gut, aber brauchen wir erstmal nicht. So, wir haben Sensors. Wir können Sachen sehen. Oh, da sehen wir zum Beispiel, dass wir ein Loch in unserem Schiff haben. Gut. Oh, halt. Geh da mal raus. So, das heißt nämlich jetzt, dass wir Sensoren haben. Das ist schon mal gut. Okay, da wird gleich hier irgendwer reinkommen. Deswegen gehst du schon mal nach hier. Okay, das ist eine interessante Taktik. Gut. Ja, immerhin eine. Okay, der ist tot. Der ist tot. Das muss aber nichts heißen, weil sie verdammtes Ding haben. Also gehen wir mal hier hin. Okay. Keiner da, der ist repariert, gut. Halt. Kill him quicker. Das waren noch nicht alle. Ich wollte gerade sagen. Und trifft uns natürlich noch, ne? Ich meine, ist egal, aber trotzdem, es ist so dieses. Schönen guten Abend, Flüssigmetallkaiser. So. Das ist alles gut. Hier können wir mal wieder Tür zumachen. Weg hier! Das ist ein ganz guter Preis. Okay, so. Folgendes. Ich habe mir. Wie machen wir das am besten? Ich würde euch ganz gern noch diese andere Sache zeigen, die ich ja vorhin erwähnt habe. Deswegen. Und ich wollte jetzt auch mal eine Pause machen, weil ich ein neues Getränk brauche. Wie wollen wir das machen? Wollt ihr ein neues Spiel sehen, das Dr. Pyx total toll findet und euch mal zeigen will? Oder sollen wir den Run fortsetzen?
Ich meine, ansonsten setzen wir den Run einfach nächste Woche fort. Ich würde dann einfach in der Zwischenzeit, ich habe jetzt oft genug FDL gespielt in der Zwischenzeit, ich würde dann einfach mal eine Woche pausieren und dann spielen wir nächste Woche einfach weiter mit dem Run hier. Neues Spiel? Okay. Gut. Neues Spiel. Wir werden nächste Woche fortsetzen. Sehr gut. Machen wir das so. Dann hole ich mir jetzt mal ein neues Getränk. Und dann geht's gleich mit einer Überraschung weiter. Also bis gleich. Okay, so, da bin ich wieder und dann machen wir das mal. Aber vorher mache ich noch eine Sache, damit ich mich besser reinfinde. Wir springen noch hier in den Engine-Controlled-Sektor, damit ich zu Beginn des Sektors anfangen kann. So, okay. Gut, dann machen wir jetzt Save and Quit. Und da geht's dann nächste Woche weiter. Also, bis zum nächsten Mal, FDL.